Reinspaziert, hereinspaziert. Ich heiße zum einen Marlon und euch zum anderen herzlich willkommen zur 6. Ausgabe der Low-Tech Lounge. Wir haben uns heute einen Gast eingeladen, an den ich schon lange gedacht habe, bevor ich die erste Low-Tech Lounge produziert habe. Und heute ist er endlich da. Viel Spaß mit Lasse Mathiesen. Fires were burning, and as I woke, my eyes were hurting. The thick black smoke, well, I heard you laughing in the strangest way. When wild fires are burning, led you astray. Places I long for, places I've been. Ooh.
fires were burning. And as I woke, well, my eyes were hurting. Thick like smoke, I saw you dancing the strangest way when wildfires are burning, lead you astray from all I've been through. No, I've seen the places I long for and places I've been. Gibt es jemanden, der noch, wo das hier das erste Wohnzimmerkonzert ist? Das ist ganz schön intim, oder? Ich habe ziemlich viele Wohnzimmerkonzerte gespielt und ich liebe die. Die Leute können auch schwer weglaufen. Aber auch weil man halt spürt, ob das gut oder komisch oder was das ist. Sofort. Die nächsten zwei Songs, die ich spielen werde, sind Songs von einem alten Platte. Und die gehören zusammen. Das sind Zwillinge-Songs. Der erste heißt Looking for Reason. Und der zweite In Water and Soul. Und der erste geht um jemanden. Der eine Freundin hat. Und die Freundin glaubt ihn nicht ganz oder ist nicht überzeugt, dass er sie liebt. Und der zweite geht auch um jemanden, der eine Freundin hat. Und dann eine andere Frau kennenlernt. Und das ist denn kompliziert. Wie gesagt, alles Fiktion. Ja, das war jetzt die zwei Laudan-Songs, jetzt kommt die Leisons. Saw you picking up apples, fell down from the trees. We lay next to each other in the shadow of the leaves. I hear the falls coming, see it in the sky. Stories to be told on cold November nights. And if you're looking for a reason, sure, I'm not too
out of season. You know that very well. I fell in love with you. You've my soothing voice when I sang. If you're looking for a reason, you won't get it today. You won't get it today.
jetzt hier mit Lasse Mathiesen im Interview. Ihr habt schon ein bisschen was von seinem Konzert gehört. Genau, ich habe Lasse und ich habe an Lasse schon lange gedacht, bevor ich die erste Low-Tech Lounge gemacht habe. Habe ich vorhin auch schon erzählt, weil ich mir dachte, der passt hier perfekt rein. Und jetzt ist er endlich hier und ich freue mich natürlich sehr. Wie geht's dir denn, Lasse? Ich auch. Ja, es geht mir gut, danke. Ja, schön. du hast mir erzählt, dass du morgen auch ein Wohnzimmerkonzert hast. Ist das richtig oder war das dieses Wochenende? Nee, ich spiele tatsächlich morgen in der dänischen Botschaft. Ach, krass. Ja, cool. Ja. Hier in Berlin aber. Hier in Berlin, also ja. Also eine kleine Mini-Tour. du kamst jetzt aus Kopenhagen direkt? Genau. Mhm. Ah ja, cool. Und du machst ja auch schon ein bisschen länger Musik. Wie kam es denn dazu? Erzähl mal, wie du da reingerutscht bist, Musik generell. Wahrscheinlich wegen meinem Vater. Ich war schon immer dabei als der ist Musiker, der ist Pianist und der ist Komponist. Und als Kind war ich immer mit ihm unterwegs. Der spielt immer noch ganz viel auch Jazzmusik. Und der hat mich dann oft auf Tournees mitgenommen. Abends haben die dann gespielt und als ich dann irgendwie schläfrig wurde, dann bin ich dann unter dem Piano gesteckt, während die so Bebop-Jazz oder Free-Jazz gespielt haben. Das heißt, dass immer noch, wenn ich so diese Art von Bebop-Jazz höre, dann werde ich so ein bisschen müde. Oh, das gefällt mir gut. So, ja. Ja, daher kommt es, glaube ich. Ja, cool. Ja, dann habe ich dann, ja, also das war immer da, die Musik. Knabenchor gesungen dann auch. Das habe ich auch mal gehört, ja. Und dänische Songs und so. Stimmbruch. Und dann, wie so viele andere, wollte ich dann gerne Gitarre spielen und Rocksänger werden. Und so. Ja. Und dann wurde es aber ein bisschen ruhiger. Dann wurde es ein bisschen ruhiger, ja. Und in diese Pop- oder Rockschiene oder sowas, bist du dann, hast du gesagt, irgendwann war es dann soweit, dann dachtest du dir, jetzt ist es cool, Gitarre zu spielen, jetzt will ich nicht mehr im Knabenchor singen. Ich habe eigentlich festgestellt, ziemlich schnell, dass ich gerne meine eigene Musik machen wollte. Und so lange in diese sehr disziplinierten Knabenchor zu singen, dann hatte ich auch Bock, halt was zu machen, was meines ganz eigenes war. Ja, und habe ich die so wie gewöhnlich die ganze Garage-Bands gemacht und so. Ja. Ja, cool. Und wir hören uns jetzt erst noch mal ein bisschen was von Lasse an und sehen uns gleich wieder. There's a darkness to it. Something here resonates in me. Did I aim for the right coordinates? And a night like this, everything fades. Fall comes soon, I'll buy myself a corduroy jacket from the shop in Moray. I wear it till it gets too cold with a scarf that my grandma made. Summer day four years ago, when I sang that Kent Cole's baby moon to her hospital bed. By then she
has a darkness to it. Something here resonates in me. Did I aim for the right coordinate? And I night like this, everything fades. This place has a darkness to it. Something here resonates in me. Everything fades. On a night like this, everything fades. Und ist auch meine neue EP drauf. Ich habe es die letzte Mal, wo ich das gespielt habe, fast immer mit Band, haben Leute mir danach gesagt, hey Lasse, cooler Song, aber... aber es ist halt ein bisschen schwierig zu hören, was du denn da sagst. Und wenn ihr das jetzt auch so denkt, dann ist es, weil es auf Dänisch ist. Nuscheln wir halt ein bisschen. Manchmal nuscheln wir so viel, dass man gar nicht hört, dass es nicht Dänisch ist. Genau. Es heißt Sorte Søer, schwarze Seen. Und wie alles heute sehr leise. So, yeah.
Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ist super ausgesprochen. Ja, obwohl ich nichts getrunken habe. das ist ein dänischer Song von dir. Sonst schreibst du eher auf Englisch. Also ich kenne auf jeden Fall das meiste von dir in Englisch. Wie kam es dazu? Hast du dir irgendwann gedacht, back to the roots jetzt? Das ist eigentlich so, dass ich ziemlich viele Texte auf Dänisch schreibe. Mhm. Und auch längere Texte, die dann ab und zu dann auch ins Englisch übersetzt werden oder Teile davon. Oder ich irgendwann kommen die halt, kommen die raus als irgendetwas, was zu einem Song passt. Und bei Sodasöer, Schwarze Seen, war es ja so, dass ich eigentlich einen Text hatte und das hat super gepasst. Und wir haben das eigentlich einfach als so einen Dummy-Text genommen und festgestellt, hey, das passt voll. Das muss halt diese dänische, weil diese Songtext, also meine Sprache Dänisch, ist so einfach an sich. Also wir haben echt viele, das ist eine Bauernsprache halt. Ja, es ist halt, wo man auf Deutsch vielleicht drei Wörter haben wir halt ein Wort, die wir ganz unterschiedlich benutzen. Das heißt, wenn ich denn was auf Dänisch schreibe, dann kann man manchmal was Einfaches, ganz Starkes schreiben, was man nicht ins Deutsch übersetzen kann, weil dann ist es einfach. Dann wäre es einfach mal so simpel. Lang. Ja. Okay. Und deshalb ist es so geblieben. Sodasöer. Ja, sehr schön. Das ist auch ein bisschen schneller und ein bisschen rockiger auch als deine restlichen Sachen. Mhm. Ist das ein neuer Weg, den du gerade einschlägst? Oder war das mal eine Ausnahme? Wenn ich Songs schreibe, dann hoffe ich auf jeden Fall, wenn ich eine neue Song schreibe, dann denke ich manchmal, ja, jetzt kommt halt so 3, 4, 5, 7 Songs, die so die gleiche Ausdruck haben. Und dann fange ich noch eine neue Song an und dann stelle ich fest, das kann ich gar nicht beeinflussen. Das ändert sich ständig. Und das heißt, auf meine neue EP, was hier im November kommt, da sind halt auch wieder sehr leise Songwriter-Songs. Mhm. Ja. Ja, du hast gerade deine neue EP erwähnt. Erzähl doch was darüber. Die ist ja dann jetzt ganz frisch. Mhm. Und das ist halt ein EP mit 5 Songs und einer von denen, der Titelsong heißt When We Collided und ist mit der Amerikanerin Sarah Hartman, die mit mir singt und ist halt genau diese ruhige Songwriter, modernere Songwriter-Schiene. Und dann gibt es halt ein paar rockiger Songs wie Sodasöer und auch noch eins, Broken Choir heißt es. Und dann gibt es halt so eher in die folkige Richtung auch. Und eins, wo ich dann halt ganz alleine mit der Gitarre singen kann, damit niemand sagen kann, dass die anderen besser sind als ich. Das ist auch mal wichtig. sowas zum Beispiel, also du hast immer deine coolen Sprüche und deine lustigen Ansagen und sowas, aber die Musik ist so niederschmetternd. Du hast dann Carry Me Down. Das packt dein Herz und reißt es nach unten und es ist tief melancholisch. Und diese Waage, ist das irgendwie was ganz Wichtiges für dich? Also es gibt ja auch Leute, die dann auf dem Konzert stehen und auch sagen, der nächste Song geht über meine verflossene Liebe und ich bin traurig. Ja. Und dann spielen sie einen traurigen Song. Ja. Für mich, glaube ich, ist das eine Art und Weise, damit umzugehen, dass ich sehr, sage ich mal, härtere Themen denn ansprechen kann. Dass ich halt über Tod oder so richtig, richtig krasse, schlechte Liebe irgendwie so richtig laut singen kann, so richtig, dass man alles verliert, diese ganze Themen. Und dann gleichzeitig auch sagen, ja, hey,
das ist, heißt ja lange nicht, dass die ganze Leben nur darum geht. Das, ja. Und wenn man dann halt auch diese Komik da irgendwie ein bisschen rüber schmieren kann, dann gefällt es mir auch leichter, da zu stehen und das nochmal zu singen. Ja, cool. Ja. Okay, na vielen Dank. Dann gucken wir uns jetzt noch den Rest des Konzerts an. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und Reinklicken und den Rest, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. From afar, they'll be flying high, they'll be flying low. Can you count the feathers? Make a pair of wings if you hear them screaming. Better run, black feathers from the sky. You'd better run. You'd better hide. Can you count the feathers? Make a pair of wings. And if you hear them screaming,
down below. You see the fall, see the rise from below. You sing them fall, see the rise from below. You see them fall, see the rise from below. Vielen Dank. Der war echt geil. Danke. Ich mag dich. Euch auch. Manchmal passiert es, dass man so ein bisschen spuckt beim Lautsehen. Ich sehe aber keine. Nee, alles gut. Ja, bei dir. Alles gut. Ja. So ein nee, mag ich nicht. So, diese neue EP, ich habe schon eine Single raus, das heißt When We Collided, mit einer Amerikanerin, die heißt Sarah Hartman. Ich muss noch deine ganze Information, damit du bist, wie das Ganze gegangen. Das, auf jeden Fall. Und vielleicht möchtest du ja schon dich in meine Mailingliste eintragen, weil es liegt gerade da. Ja, jetzt gibt es halt Schnaps oben drauf. Das ist für mich. Sehr schön. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mich ein, auf jeden Fall, ich habe damit gerechnet, dass es heute gibt es auf jeden Fall ein Like auf Facebook. Weil ich hab seit einer Woche 4.999 da und wir haben eine Verabredung in meinem Band, wenn wir eine neue 1.000 runden, dann gibt es halt Schnaps vom Band bezahlt. Anyway, das hier ist ein Song von diesem neuen Platte auch. Und das heißt Alchemist Fire. Und ja, danke, dass ihr zugehört habt. Achso, es gibt auch ein paar CDs da, wenn jemand. Sowas sagt der Manager immer, dass man sagen muss. Ich bin der Manager. Was ich übrigens super geil finde, ich habe echt ein komischer Ort, das ist jetzt kein komisches Ort, gespielt. Unter anderem in Botanische Garten mit Singenfroschen. In der Schweiz, wo man besondere Frequenzen erreicht hat, dann gab es halt überall. Was? Genau. Aber ich habe nie vor, einen Staubsauger. Und ich überlege, ob das von Alex TV so organisiert ist. Oder, ja, kommt der Lasse. Ja. Keine Diskriminierung. Nee. Also auch der Staubsauger. Der ist auch hübsch. Oder? Okay, stopp lasse. Stopp. Wenn ich mit meinem Band spiele, dann gibt es manchmal einfach von der Schlagzeuger so einen kleinen Klick-Klick auf irgendeinen Teil von seinem Schlagzeug, damit ich weiß, okay, jetzt halt Maul. Es reicht, lasse.
dabei ist es halt sehr schön, dann Solo zu spielen. Okay. Achso, das ist das erste Mal, dass ich diesen Song live spiele. Still in me, you're still in me.